10,5% mehr Pension für Beamte. Ist das wirklich möglich? Ist das wirklich noch gerecht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Hintergrund sehen Sie es ja hier im Bildschirm. Wir haben eine Rentenerhöhung 2023 im Westen 4,39% und im Osten 5,86% zum 1.7.2023 für rund 21 Millionen gesetzliche Renten. Das ist erstmal ein Fakt. Am 30. März 2023 kam die Nachricht, dass die Tarifvertragsparteien im öffentlichen Dienst, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, sich nicht auf einen Tarifvertrag einigen konnten. Die Schlichtung wurde eingerufen. Die Arbeitgeber haben statt der Forderung 10,5%, wie es die Gewerkschaften wollen, ein Angebot gemacht, 8%. Und üblicherweise wird, wenn ein Tarifvertrag in dem öffentlichen Dienst auf dieser Ebene abgeschlossen wird, dieser Tarifvertrag dann auch auf die Beamtenverhältnisse übernommen und auch auf die pensionierten Beamten. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, meine Damen und Herren, da hört bei mir langsam aber sicher der Spaß auf, denn Beamte haben im Durchschnitt in Deutschland eine Pension von 3.000 Euro. Das würde bedeuten, wenn wir eine Erhöhung um 10,5% bekommen, dass dann der pensionierte Beamte sich über eine Pensionserhöhung von 300 Euro im Schnitt im Monat freuen darf. Es ist ohne Zweifel so, dass wir natürlich auch Beamtinnen und Beamte haben, die eine geringe Pension haben, die eine solch hohe Erhöhung sicherlich brauchen. Aber das ist eher die Ausnahme, meine Damen und Herren. Ich finde eine Pensionserhöhung von bis zu 10,5% einfach zu hoch und auch nicht mehr gerechtfertigt und können wir auch nicht mehr der Bevölkerung darlegen, wo da die Gründe sind und warum das gerechtfertigt sein sollte. Bitte nicht zu vergessen, dass wir alle als Steuerzahler diese Pensionserhöhungen der Pensionäre bezahlen dürfen. Wir liegen im Schnitt, so waren die Zahlen im Jahr 2022, bei 70 Milliarden Euro Steueraufkommen nur für die Pensionen der Beamten. Und ich muss es nochmal sagen, die Beamten sind deutlich weniger pensionierte Beamte da als gesetzliche Rentner. Und daher fordere ich die Bundesregierung und alle handelnden Politiker auf, machen Sie mit diesem Irrsinn Schluss und führen Sie endlich eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung ein, wo alle, aber wirklich alle in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, ich zahle auch in die gesetzliche Rentenkasse mit freiwilligen Beiträgen ein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.